Zu Beginn der letzten Folge war ich noch sehr zuversichtlich, dass das hier ein richtig guter Durchlauf wird. Allerdings jetzt mit einem Laden ohne tolle Waffen und einem Kampf, den wir liegen lassen mussten. Nebenbei haben wir auch noch gut Höhlenschaden bekommen. Sieht zwar gerade nicht so aus, aber haben wir wieder ganz gemacht. Sieht das Blatt schon etwas anders aus. Etwas gewendet, aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Faster Than Light. Erstmal aus, du an. Du einmal weg, du dahin, Schwarmraketenwerfer, so. Jetzt sieht es mit dem Strom gar nicht mehr so gut aus. Kommt kein Laden, dann hole ich einmal Strom. Mit, achso, Schwarmraketenwerfer auch noch an. Gegebenenfalls müssen wir das so machen und werden immer noch die Hilfsbatterie... Das einmal Strom kaufen war jetzt nicht so gut, weil... Wohin mit den zwei Balken? Wenn irgendein System Schaden bekommt, dann haben wir ja Strom über. Und aktuell kann ich noch diesen hier machen. Ich mache mal kurz Pause wegen Sauerstoffabzug. Ja, und dann wohin mit den beiden Balken? Ja, das war Quatsch. Mist. Mist, 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 Mist. Zu unaufmerksam. Geht schon wieder gut los, die Folge. Mann! Immerhin sind wir jetzt gut gerüstet für einen Plasmasturm. Dahin kommen wir nicht mehr und mit dem Treibstoff kommen wir auch nicht mehr großartig weg. Deswegen lassen wir den Nebel da liegen und gehen wo lang? Ich glaube lieber hier oben lang. Dann können wir uns dann ab hier um den Ausgang herum bewegen. So machen wir das. Nehme ich den noch mit? Ja. So viel wie es geht vom Ausgang, also links davon, mitnehmen. Und wir werden mehr mitnehmen können als nur diese vier Punkte, insofern passt das. Aber hier ist kein Laden, vielleicht kommt hier hinten ein Laden. Ich meine, wir können von jedem Punkt hier aus zum Ausgang, dann gehen wir lieber, wir wissen, dass da kein Laden ist, hier hoch. Wir müssen nämlich Treibstoff holen. Na, wieder bestimmt nichts, oder? Eine Nachrichtenübertragung von einem Planeten in der Nähe informiert über ein altes Sultankloster, das besichtigt werden kann. Wahrscheinlich nur eine Touristenfalle, aber trotzdem ist es schade, dass du keine Zeit für einen Besuch hast. Und wir haben nichts bekommen für eine Treibstoffverschwendung. Mann, ey. Schon wieder nichts. Was ist denn hier los? Es gibt einige mineralreiche Asteroiden, die die Zoltan unberührt gelassen haben. Aber du besitzt nicht die notwendige Ausrüstung, um sie abzubauen. Wir würden uns das Futter vor die Nase gehalten. Wir kommen nicht ran. Komm bitte in Kampf. Oh, Goll. Der Signalpunkt scheint auf den ersten Blick ein Schrottplatz zu sein. Als du dich näher umsiehst, stellt er sich als heruntergekommener Markt heraus. Das Angebot eines Händlers weckt dein Interesse, und zwar auf jeden Fall. Wir bekommen 6-mal Treibstoff und geben einen drunter ab. Wir haben 19 drunter und einmal Treibstoff. Ja, wunderbarst. Treibstoff, ja. Wir bekommen umgerechnet 18 Schrott und geben 9 Schrott ab. So oder so, ein Gewinn und Treibstoff können wir gebrauchen. Ist ja super. Hat sich doch gelohnt, oder? Wobei, die beiden Punkte mit zwei Gegnern wäre schon schön gewesen. Gehen wir jetzt dahin, dann verballern wir Treibstoff, weil wir hier nicht so rüber können. 1, 2, 3, 4. 4 wird wohl nix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vielleicht. Schauen wir mal. Kampf. Oh, Dreierschildgegner, Riesenschiff. Teleporter haben sie, die Mantis. Oh, 2 Raketenwerfer und 4er-Schuss. Das wird knackig. Du empfängst die letzte Nachricht eines explodierenden Zoltan-Frachters. Die Mantis, sie sind hier, bitte! Bums. Du wirst durch einen Schuss vor den Bug unterbrochen. Na, zum Glück können wir ein Zweierhacking und entsprechend Strom, sage ich mir jetzt. Das Schildsystem ist da oben. Ich glaube, zumindest kommt mir diese Schiffsform gerade in den Sinn. Und zwar wann? Zuletzt? Als wir hier Sauerstoff beschossen haben mit Ersticken, ne? Das war genau diese Schiffsform. Tod durch Ersticken. Dieser Erfolg. Mein Gott. Das Hacking werden sie nicht abfangen können. Ein Mirapla ist da im Schildsystem.
Okay, wenn sie schießen, brauchen wir mehr Strom beim Antrieb. Daher sollten wir sie wegbekommen. Heißt, wir hacken jetzt. Okay, der fliegt vorbei. Es fliegt alles vorbei. Ja, superst. Ah, zu spät gehackt, sehe ich gerade. Aber lieber so als andersherum, das geht noch relativ klar. Oh, die Waffen so weit unten. Ah, die Waffen müssen weg. Dann schießen wir halt eine Runde auf ein Dreierschild. Oder Moment. Cockpit. Nächste Runde halt dann, wenn wir jetzt nicht auf das Schildsystem gehen. Cockpit oder lieber alles auf eine Karte setzen. Lieber auf das Angriffssystem von ihm erstmal. Jetzt hätte ich gerne 4 Räume. Und das Waffensystem. Schwierig. Nee. Sollte klar gehen. Moment, hier eine Tür anfassen. Oh, komm schon. Scheiße, Winkel ist nicht günstig. Ich muss eigentlich weiter oben anfangen, dann habe ich nicht mehr genügend Strahl über. Moment, die waren beide an. Ah, das Sauerstoffding ist nicht getroffen. Mist. War das jetzt bloß ein Wechsel oder ein... Ich krieg beide Räume, ich glaube bloß ein Wechsel. Mist. Moment, ich... Du gehst trotzdem dahin. Ich probiere das nochmal genauer. Ja, kriegen die beide nicht. Da, nein. Oh Mann. Pixel genau. Wenn ich da anfange, dann ist das, aber dann nicht mehr. Was ist mir wichtiger? Ah, ich sehe schon, was da wichtiger ist. 3 Räume mit System drin, damit die reparieren müssen. Ja, so machen wir's. Die Waffen müssen getroffen werden. Eine Rakete bleibt, und zwar die dicke, das ist nicht gut. Na gut, solange alles vorbeifliegt, alles gut. Erstmal. Flieg vorbei, komm, du musst vorbei. Jawoll! Das läuft ja schon mal gut an. Das ist wie mit dem letzten Kampf, wo wir geflüchtet sind. Da flog auch alles von uns gewissermaßen vorbei, auch wenn die Abwehrsachen hatten. So fühlen sich die Mantis wohl geraten. Die können immer noch nicht teleportieren, das ist super. Oh, Sauerstoff, naja. Jetzt nicht. Ich weiß, wir haben noch die Hilfsbatterie, aber da... Wozu eigentlich sparen? Okay, gleich muss jeder Schuss sitzen, damit wir Schaden machen können. Das wird interessant. Wenn nicht, dann haben wir nächste Runde wieder Hacking. Ich habe zu lange gewartet. Jawohl. Wenigstens ein Schaden pro Raum. Sauerstoff wieder aus, Antrieb auch aus. Jeder Schuss ist ein Treffer. Dicke Rakete aus, auch gut. Hacking wäre bereit. Ja, die sehen kein Land gegen uns. Soltanschild hat immer noch 4 Balken bei uns. Es fliegt wieder vorbei. Mann, haben wir eine geile Crew und ein grundsolides Schiff, aber... Wir brauchen mehr Waffengewalt, wenn noch stärkere Gegner mit noch besserer Abwehr kommen. Jeder Schuss kein Treffer mehr. Also, was ich sagen wollte, die haben Antrieb verbessert. Weil repariert. Jetzt sollte ich so viele Räume wie möglich mitnehmen, damit sie auf jeden Fall kaputt sind. Aber noch nicht die Lanze. Gut. Das Schiff explodiert und wir erhalten 2x Treibstoff. Das ist auch sehr gut. Na, ich sag gut. 2 Raketen und 42 Schrott. Wir brauchen endlich mal so eine Möglichkeit, 20 Raketen zu verkaufen. Ja, der Ausgang. Zum Glück kein Laden. Ich würde mich ärgern, wenn da tolle Waffen sind. Ich habe gerade nicht genügend Schrott.
So, wir warten noch auf Hacking, auf den Cooldown. Sicher ist sicher. Ah, Treibstoff. Das Sauerstoff ist auch Treibstoff. Okay. Das ging aber schnell. Ja, wir fliegen über Kreuz. 1, 2, 3, 1, 2, passt. Bitte noch zwei schöne Kämpfe. Klingt nach Kampf, jawoll. Auch wenn Zoltan-Typ. Trotzdem jawoll, sage ich jetzt einfach mal so vorab. Nur wenige Zollkontrollen sind gründlicher als die der Zoltan. Ein Trupp ihrer Grenzpolizei teleportiert sich an Bord. Es gibt ein paar kleine Irritationen wegen deiner Waffenlizenzen und schnell artet die hitzige Diskussion in einer Schießerei aus. Sie können Superschild umgehen, natürlich, Eindringlinge sind an Bord. Explodierhanseln. Hey, da war außerhalb. Ich hab mich gerade gefragt, soll ich Schild Heinz opfern? Cremity. Drax. Magma. Mirabla, Magma. Wie sie nicht alle heißen. Und die Felis sind dann Georock, oder was? Was machen wir jetzt? Erstmal das. Okay. Ich frage mich noch, was mache ich gegen die Eindringlinge? Die Türen sind schon offen. Jemanden abziehen? Ich meine, Strom hätten wir. Aber dann machen die ihre Arbeit auch schlechter. Nee, ich brauche die beiden hier hinten. Und da schildet sich mal ab, solange wir noch ein Zoltan-Schild haben, ja. Dann mache ich aber nochmal kurz den hier. Wir warten noch mit dem Sauerstoff entziehen, weil erstmal muss unser Kollege rüber, damit er nicht vorab zu viel Schaden bekommt. Jetzt gibt es noch nach Handgreiflichkeiten, der hat keinen Bock mehr. Schade, ich dachte, er geht nach oben. Zoltan-Schild ist bei denen noch da. Der explodiert gleich. Okay. Die Türen halten ja noch was aus, deswegen gehen mal beide kurz rüber und machen sich ganz. Bevor dann die Raketen kommen, ja. Der wird da bestimmt durchkommen, bevor Sauerstoff ihn umgebracht hat. Beziehungsweise der fehlende Sauerstoff. Glaube ich zumindest. Das sind ja bloß doppelte Türen. Gut. Hä? Achso, ist ja kein Stromhans. Mist. Das war ja kein Stromhans, den wir da drüber geschickt haben. Das war leider unaufmerksam. Oh, der hat es gerade noch geschafft mit einem Lebenspunkt. Weiter schafft das aber nicht. Hacken müssen wir. Moment. Ich meine, wir haben den Strom über, dann packen wir auch da einen Hilfsbatteriebalken beim Hacking-System rein. Nein, jetzt noch nicht. Puh. Wird schon verrecken, jawohl. Zum Glück machen die keinen Systemschaden, wenn die explodieren. Dann können wir die Türen auch wieder zumachen. Noch einen Balken haben wir da gleich. Oh nein, nicht beim Waffensystem, bist du bescheuert? Ist auch noch eine Ionenbombe, ey, was ist denn hier los? Das sieht so aus, als würden wir jetzt endlich gut zu Rande kommen gegen Jena. Schickt eine Ionenbombe rüber. Null Waffen an. Wir brauchen volle Verteidigung. Zum Glück verfehlt da was. Eine Explosion hält er noch aus. Halten die noch aus. Aber sicher ist sicher. Ich meine, wir haben noch etwas. Nicht mehr viel.
Nee. Du wirst so, wie du hast am wenigsten. Wie viel Schaden macht das? Oh, 15. Das dauert noch ewig, bis wir da angreifen können. Solange müssen wir hier standhalten. Mit Ausweichen und ein Dreierschild. Zum Glück haben wir ein Dreierschild. Nein, das trifft schon wieder und auch wieder ein wichtiges System. Mann. 15% Ausweichen. Strom über. Du gehst wieder zu den Schilden. Du machst die Türen ganz sicher, ist sicher. Hast gerade eh nichts Besseres zu tun. Hilfsbatterie hat keinen Bock mehr. Wir müssen mal anfangen, bei ihm Schaden zu machen, oder? Soll ich jetzt schon hacken? Nee. Wir warten auf die Waffen. Wenn, dann machen wir Vollschaden bei ihm. 15% ausweichen und er schießt. So, wir hacken jetzt mit zwei Balken. Ja, erstmal rübergehen. Ach, Mist. Wir gehen auf das Schildsystem und lancieren jetzt endlich mal bei ihm. Vier Räume, Cockpit, dann treffen auch die Schnellfeuerlaser-Sachen. Hoffentlich vielleicht jetzt noch. Mal gucken. Was mache ich denn? Ne, du hast ja schon die nächste Salve. So. Schnellstens zum Cockpit. Haha, der Zoltan ist fast tot. Zwei Hölle. Auf einmal, den Ionenkram hat er noch an den Laserstrahl. Der Laserstrahl kann nichts machen. Und man betrifft schon wieder. Aber jetzt haben wir es überstanden. Jetzt ist er tot, weil jeder Schuss ein Treffer ist. Gut. Sah zwischendurch schlimmer aus, als letztendlich war. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine Rakete, ein drunter, 50 Schrott. Wir brauchen auch noch Treibstoff. Ja, nicht vergessen, Leute. Den Punkt können wir auch noch mitnehmen. Schiff verbessern, Fragezeichen. Hacking brauchen wir jetzt nicht. Schildsystem geht eh noch nicht. Antrieb ist nicht zwingend. Waffensystem, Cockpit. Cockpit. Mache ich einmal. Den Rest sparen wir fürs Waffensystem, beziehungsweise für Waffen. Beziehungsweise, wenn wir keine Waffen bekommen, automatisch sparen wir damit dann auch für das Schildsystem. Du machst dich noch etwas ganzer. Gehst wieder zurück. Und wir fliegen weiter. So viele Raketen, ey. Super, klingt nach Kampf. Oh. Feuerstrahl hat er und eine kleine Rakete. Und Ionenkram. Und ein Dreierschild. Ein Piratenschiff mit Piratenkennung fordert dich auf, die Waffen zu strecken. Es herrschen schlimme Zeiten, wenn selbst der Zoltanraum von Piraten durchsetzt ist. Diese Idioten würde keiner vermissen. Ach, da ist noch eine Waffe. Oh, toll. Dann warten wir jetzt erstmal. Ist auch noch ein Ionenbetäuber. Das wird dann unseren Engi freuen. Kein Zoltan-Schild mehr. Ah, zum Glück haben wir drei Schildpunkte. Na, noch nicht anmachen. Toll. Haben wir Worts getroffen? Nix. Wir haben Strom über. Deswegen konnte ich jetzt voll feuern und jetzt haben wir Hilfsbatterie über. Mist. Schnellstmöglich hacken. Rakete, 40% ausweichen. Flieg vorbei, du dummes Ding. Das verfehlt schon mal. Die Rakete muss daneben gehen.
werde aufs Cockpit gehen. Ich wollte jetzt eigentlich Cockpit ankratzen, damit die Schnellfeuerlaserschüsse treffen, aber Schützsystem und Waffen sind ja auch wichtig. Mist. Du gehst auf jeden Fall auf das Schützsystem. Vier Räume, wo auch Systeme sind. Jawohl. Und jeweils zwei Balken weg. Ein leerer Raum wurde bei uns getroffen. Durch die Rakete. Jetzt wollen sie abhauen. Jetzt bieten sie uns eine Kapitulation an mit viel zu viel Raketen. Das nehmen wir auf jeden Fall nicht an. Wäre das Treibstoff, würde ich es mir überlegen. Du erhältst eine verzweifelte Nachricht. Sie können alles nehmen, was wir haben. Aber bitte bringen sie uns nicht um. 27 Schrott, zweimal Drohnenteil. Oder zwei Drohnenteile und sechs Raketen. Rechne ich nicht um, weil das ist Mist. So, die wollen abhauen. Das muss uns bewusst sein. Die Hilfsbatterie hat es vollgebracht. So. Schildpunkte sind wichtiger als Ausweichen dann. Weil wenn der Schildpunkt weggeht, weil Hilfsbatterie aus, dann ja, dauert das länger, den aufzubauen, als hier mal kurz Strom reinzupfeffern durch Sauerstoff. Komm, Schildpunkt kommt zurück. Jawohl. Und die Rakete trifft schon wieder. Wie viel Hüllenschaden, ey. Ist ja schlimm. Ah, nächste Salve, die sind weg. Lass ich Adria nicht alleine machen, weil bringt ja keine Erfahrungspunkte. Das bloße Leck reparieren. Oh, dreimal Treibstoff klingt gut. Zwei Raketen, naja, 37 Schrott könnte mehr sein. Wir opfern jetzt noch einiges für die Reparatur. Und die Antipersonendrohne. Das Schiff explodiert und hinterlässt eben genau das. Also mal merken, wie viele Punkte das gleich werden. 37 Schrott heißt, wir haben dann 95 plus 30 sind 125. Die 1 ist da. 6. Oh, jetzt hat es bloß 3 Schrott pro Höllenpunkt gekostet. 2 Punkte kamen hinzu. 125. 6 weg heißt 3 pro Höllenpunkt. Zwischen 3 und 5 Höllen. 3 und 5 Schrott pro Höllenpunkt kostet das also mit dem Reparaturarm. So, bereit. Weg da. Kein Laden. Aber das war absehbar. Gut, dann machen wir erstmal eine Pause wegen Sauerstoff. In der Folge dann, in der Folgenpause dann voll machen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.